Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum dritten Vorarlberg heute Sommergespräch. Vor 2 Jahren war er noch irgendwie der junge Wilde unter den Parteichefs der Landtagsparteien. Inzwischen ist er, zumindest nach meiner Wahrnehmung, etwas ruhiger geworden. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Wahlergebnisse seiner Partei in der jüngsten Vergangenheit doch eher deprimierend waren. Wir begrüßen heute also unseren Gast, den Parteichef der Vorarlberger Freiheitlichen, Christoph Pitschi. Grüß Gott und danke fürs Kommen. Grüß Gott, Frau Köberle. Grüß Gott, Herr Endrich. Auch heute wird Martina Köberle mit mir zusammen die Fragen stellen. Und wir knüpfen an eine Rede des Bundeskanzlers heute Vormittag, natürlich zum Thema Corona, Martina. Genau, der Bundeskanzler hat die Wirtschaftskrise noch einmal in Zahlen gegossen. -7% Wirtschaftswachstum, Einbruch natürlich, Rekordarbeitslosigkeit. Wie sind denn Sie mit Ihrem Transport- und Erdbauunternehmen durch die Krise gekommen? Ja, es waren für uns auch 2, 3 sehr spannende Wochen. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Auch im Tiefbau standen einige Tage die Baustellen still. In Summe kann man sagen, dass es einer der intensivsten Wochen die letzten Monate auch war. Es war ein Rekordsommer für unser Transportunternehmen zum Glück. Es gibt leider viele andere Sparten im Land, die nicht so gut durch den Sommer gekommen sind. Eines vorweg, es sind leider viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger völlig unverschuldet in diese Notsituation geraten. Und da geht es jetzt, die Kräfte zu bündeln, um Vorarlberg viel, viel stärker aus dieser Krise wieder hervorzubringen. Bleiben wir noch einmal bei der Unternehmersicht. Warum sind so viele Unternehmen nach nur ein paar Wochen Lockdown so an ihre Existenz gekommen? Ja, weil wenn man unternehmerisch plant, dann kann man nicht mit 100% Umsatzeinbußen planen. Das geht so nicht. Und darum war es ja auch so schwierig für viele Unternehmer. Schwarz-Grün hat auf Bundesebene die Wirtschaft heruntergefahren, die Wirtschaft zum Stillstand gebracht. Es wurden dann große Hilfspakete angekündigt. Leider warten viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, viele Kleinbetriebe nach wie vor auf diese Hilfen. Und das ist, wenn man so will, der große Sündenfall auch von Schwarz-Grün. Haben Sie Hilfe beansprucht und bekommen? Wir haben sicherheitshalber 2 Chauffeure in Kurzarbeit geschickt, haben es dann aber zum Glück nicht gebraucht. Sündenfall scheint ein Lieblingsbegriff von Ihnen zu sein. Sie haben nämlich zuletzt im Landtag gesagt, ich zitiere, der große Sündenfall der Regierung war die mangelnde Hilfe und Unterstützung. Jetzt nimmt die öffentliche Hand sowohl im Bund als auch in den Ländern zig Milliarden in die Hand, um die Folgen der Corona-Krise zumindest abzufedern. Warum ist das Ihnen immer noch zu wenig? Ja, es gibt leider sehr, sehr viele Fälle in Vorarlberg, die bis dato noch überhaupt nichts erhalten haben. Ich war einer, der von Anfang an darauf gepocht hat, wenn es in Wien länger dauert, und in Wien dauert es halt manchmal länger, dann muss Vorarlberg selber Gelder in die Hand nehmen. Es war sehr wichtig, dass man Kleinbetriebe stärkt, dass man den Tourismus stärkt, weil das in letzter Konsequenz jene Betriebe auch waren, die am meisten darunter gelitten haben, dass ein ganzes Land runtergefahren wurde. Das alles hat sehr, sehr lange gedauert. 2, 3 Monate danach hat es immer noch viele gegeben, die keinen Cent gesehen haben. Und das ist, und da wiederhole ich mich sehr gerne, der große Sündenfall von Schwarz-Grün. Man hat die Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, ein Stück weit auch im Stich gelassen. Aber was heißt schneller für Sie? Soll man einfach auszahlen, ohne vorher zu kontrollieren, wer was braucht? Eigentlich war die FPÖ ja immer dafür, gerade mit Steuergeld sorgsam umzugehen und genau zu schauen, dass das kanalisiert wird und dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Und jetzt soll es auf einmal schneller gehen. Ja, die Wirtschaftskrise ist natürlich ein Sonderfall. Das hat mit den Jahren davor überhaupt nichts zu tun. Und wenn eine Bundesregierung hergeht und ein ganzes Land zusperrt, vielen Menschen die komplette Existenzgrundlage nimmt und dann 2, 3 Monate braucht, um Hilfsgelder auszuzahlen, dann führt das letztendlich auch dazu, und das erleben wir momentan, dass viele Betriebe diese Phase nicht überleben. Und da sage ich, da muss jetzt konsequent weitergearbeitet werden. Hier muss auch in Vorarlberg die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden. Nur was haben wir auf der anderen Seite erlebt? In Vorarlberg ist dann der Herr Landeshauptmann hergegangen und hat dann von Sparpaketen gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass bei Sozialleistungen oder bei den Familien gekürzt werden soll. Er hat große Zukunftsprojekte wie die 2 Infrastrukturprojekte S18 und Stadttunnel Feldkirch in Frage gestellt. Und da sage ich schon ganz klar, mit solchen Herangehensweisen werden wir diese Wirtschaftskrise nicht lösen. Wir müssen jetzt konsequent vorangehen. Wir müssen jetzt vor allem auch darauf schauen, dass die Menschen endlich die notwendige Hilfe bekommen. Und wenn Sie mich fragen, Herr Endrich, warum das so wichtig ist, dann sage ich Ihnen, weil es die Menschen schlicht und ergreifend brauchen und weil sie sich es auch verdient haben.
Also bei den großen Projekten S18 und Stadttunnel habe ich in Erinnerung, dass die nicht in Frage gestellt wurden. Aber wir können das den Landeshauptmann nächste Woche beim Sommergespräch noch einmal dezidiert fragen. Er hat ein sehr berühmtes VN-Interview gegeben, das er jetzt im Nachhinein dann doch versucht abzustreiten, wo er sehr klar gesagt hat, dass man auch bei großen Infrastrukturprojekten den Sparstift ansetzen muss. Und das ist natürlich die S18 und der Stadttunnel. Wir werden ihn nächste Woche fragen. Die Landesregierung wird natürlich auch das Budget nicht einhalten können. Es waren ja von vornherein eigentlich schon für dieses Jahr Schulden geplant. Wie hoch soll sich Ihrer Meinung nach Vorarlberg verschulden, um diese Krise zu meistern, damit nicht über viele, viele Jahre das uns allen dann noch nachhängt? Fakt ist, wir müssen jetzt alles unternehmen, um die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder in Schwung zu bekommen. Denn eines ist klar, es kostet uns am meisten, je länger diese Wirtschaftskrise andauert. Darum muss jetzt die Wirtschaft angekurbelt werden. Wir haben da sehr klare Initiativen auch gesetzt. Wir haben beispielsweise eine Initiative unter dem Namen Vorarlberg zuerst auch eingebracht, wo es uns darum geht, dass jetzt das Land und auch Betriebe, die dem Land gehören, wenn sie investieren, auch vorrangig Vorarlberger Betriebe in diese Projekte mit einbezieht, damit das Steuergeld, das jetzt auch in die Wirtschaft hineinfließt, vor allem bei den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern auch ankommt. Und ja, hier muss endlich konsequent gehandelt werden. Und es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Und ich fordere die Landesregierung hier nochmal auf, endlich das Tempo auch zu erhöhen. Bei der Vergabe, da sprechen möglicherweise dann wieder die Vergaberichtlinien dagegen, dass man ab einem bestimmten Betrag EU-weit ausschreiben muss. Darum kommen vielleicht nicht alle Vorarlberger Betriebe immer zum Zug. Aber es muss ja auch irgendwo gespart werden. Auch die Freiheitlichen haben immer gesagt, man muss das Budget im Rahmen halten, haben das auch viele Jahre in Regierungsverantwortung mitgetragen. Wo sehen Sie Sparpotenzial, damit man Geld umschichten kann, um vielleicht genau das zu machen, was Sie jetzt vorgeschlagen haben bzw. fordern? Nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn Sie vorher sagen, es müssen gewisse Potenziale und gewisse Rahmenbedingungen besser ausgeschöpft werden, wenn es um die Vergabe an Vorarlberger Betrieben geht, dann sind wir einer Meinung. Genau in diese Richtung zielt auch unser Antrag. Wir wollen, dass vor allem die Gemeinden, aber auch das Land die Spielräume maximal ausnutzen können, damit möglichst viele Vorarlberger Betriebe auch von diesem Steuergeld profitieren, das jetzt in die Wirtschaft gekurbelt wird. Und ich sage eines nochmal in aller Klarheit, es kostet uns am meisten, je länger diese Finanzkrise auch dauert. Vorarlberg ist sehr, sehr gut aufgestellt. Vorarlberg ist gut auch über die letzten Jahre finanziell gekommen. Und ich sage, jetzt muss auch etwas in diese Richtung investiert werden, damit die Wirtschaft so schnell wie möglich auch wieder in Schwung kommt. Trotzdem noch einmal die Frage, auch die Freiheitlichen waren immer der Meinung, man soll den nächsten Generationen keinen Schuldenrucksack mitgeben. Abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich eine Sondersituation haben. Wo ist für Sie die Schmerzgrenze, dass wir den nächsten Generationen nicht zu viel Ballast mitgeben, beziehungsweise wo können wir vielleicht noch sparen, um Geld umzuschichten? Meine Schmerzgrenze liegt da, wenn jetzt eine ganze Generation vor einem großen Haufen an wirtschaftlicher Krisen steht. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Es kann nicht sein, dass in Vorarlberg Tausende von Jugendlichen arbeitslos sind. Hier muss endlich auch gehandelt werden. Es gibt beispielsweise einen Lehrlingspapst in Vorarlberg, den Herrn Blum, der hier Pakete schon präsentiert hat. Ich habe gehört, dass der Landeshauptmann von diesen Paketen noch nichts wissen will. Wir müssen jetzt schauen, dass die Rekordarbeitslosigkeit in diesem Land sinkt, denn das kostet in Wahrheit riesengroße Summen an Geld. Wir müssen schauen, dass die Jugendlichen auch einen Ausbildungsplatz haben. Auch das kostet Unsummen an Geld, wenn das nicht passiert. Und dann werden wir viel, viel stärker aus dieser Krise wieder herauskommen als je zuvor. Also Arbeitsplätze schaffen ganz vorne. Das ist das oberste Ziel, das wir jetzt haben müssen. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit in diesem Sommer und wir müssen schauen, dass so schnell wie möglich wieder Arbeitsplätze entstehen, um diese Situation auch meistern zu können. Und das soll vor allem über Anreize an die Firmen gehen? Auf jeden Fall. Also Klein- und Mittelbetriebe sollen verstärkt gefördert werden, Infrastrukturprojekte vorgezogen werden, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber die öffentliche Hand nimmt ja Geld in die Hand. Es werden Großkonzerne ja auch gefördert, zum Beispiel solche wie die Auer. Sind Sie da auch dafür? Ja, es haben viele Menschen nicht verstanden, dass es in Vorarlberg Kleinbetriebe gibt, die über Monate hin auf ihre Förderungen gewartet haben. Und dann geht man her und steckt Unsummen in die Auer hinein. Und da gibt es dann nicht einmal Standortgarantien. Also was hier Schwarz-Grün geleistet hat, ist nicht unbedingt professionell. Die Wirtschaft sagt auch, wir brauchen natürlich diesen Airport, wir brauchen die Auer.
Ich bin Vorarlberger Landesparteiobmann. Mir geht es in erster Linie um die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Da geht es mir sehr stark um die Kleinbetriebe in diesem Land. Und ich sage, die haben in dieser Krise Unglaubliches geleistet. Wenn man sich anschaut, wie schnell viele Kleinbetriebe umgestellt haben in den Notmodus, wie schnell Kleinbetriebe Online-Systeme eingerichtet haben, Lieferservice eingerichtet hat, wie schnell unsere Landwirte ab Hofverkäufe umgestellt haben, da sage ich, da steckt riesengroßes Potenzial in Vorarlberg. Und Fakt ist, je stärker wir dieses Potenzial jetzt fördern, desto stärker werden wir aus dieser Wirtschaftskrise auch wieder herauskommen. Ihr FPÖ-Kollege in Tirol, der hat ein ganz anderes Modell. Der will eine Art Millionärsteuer. Der sagt, ab einem Reinvermögen von 5 Millionen Euro soll jetzt eine Solidarabgabe kommen. Können Sie sich das auch vorstellen? Ich habe einen sehr klaren Grundsatz, keine neuen Steuern. Wir wissen alle, Österreich ist ein Höchststeuerland. Die Unternehmer in diesem Land zahlen sehr, sehr viel Steuern. Die Arbeitnehmer in diesem Land zahlen sehr, sehr viel Steuern. Wir reden von einem Reinvermögen ab 5 Millionen Euro. Ja, ich glaube, dass das aber nicht das ganz große Problem ist. Wir können dann schon irgendwann über diese Themen auch diskutieren. Mir geht es darum, dass es jetzt Steuerentlastungen für die Arbeitnehmer in diesem Land geht, für die Unternehmer in diesem Land geht. Ich selbst zahle gerne Löhne. Ich selbst würde gerne einen größeren Betrag vom Bruttoteil an meine Arbeitnehmer ausbezahlen, weil ich dann weiß, dass dieses Geld auch sofort wieder in die Wirtschaft kommt. Hier wird in Wahrheit seit Jahren darüber diskutiert, dass der Faktor Arbeit entlastet werden soll. Passiert ist bis dato leider nicht viel. Aber das heißt, diese blaue Forderung tragen Sie nicht mit? Das ist eine Forderung, über die wir sicher in Zukunft diskutieren können. Fakt ist, wir haben jetzt einen Berg voll Probleme vor uns, den wir leisten und umsetzen müssen. Und wenn es dann noch was gibt, können wir gerne über diese Themen auch diskutieren. Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler hat auch gemeint, vielen Betrieben wird die kurzfristige Hilfe wenig nützen. Es braucht langfristige Lösungen, weil sonst die Probleme nur verschoben werden. Wo sehen Sie gerade im Bereich Wirtschaft Systemfehler, die manche Betriebe durch diesen Lockdown an den Rand der Existenz gebracht haben, wo man was ändern könnte, damit es überhaupt gar nicht so weit kommt? Momentan geht es sicher sehr stark um einen sehr psychologischen Faktor. Wenn man diese Angstmacherei der letzten Wochen auch noch mal vor Augen führt, dann führt das letztendlich dazu, dass sich die Wirtschaftskrise nicht schneller löst, sondern dass sie in Wahrheit viel, viel länger dauert. Wenn die Unternehmer in diesem Land weiter mit dieser Angstmacherei zu tun haben, dann wird das diese Wirtschaftskrise nicht lösen. Und da hilft es dann auch nichts, wenn der Landeshauptmann jetzt hergeht und dann sein Gerede von einem zweiten Lockdown startet, den es in Wahrheit nicht geben wird, weil es sich Österreich auch nicht leisten kann. In Summe, diese ganze Angstmacherei führt dazu, dass sich die Wirtschaftskrise länger gestaltet und dadurch in Vorarlberg großen Schaden anrichten wird. Und da bin ich einer, der meine Rolle einnimmt als positiver Mutmacher in diesem Land, weil die Menschen brauchen jetzt eine Politik, die Mut macht, die auch Visionen wieder zeigt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein unheimlich großes Potenzial in Vorarlberg haben. Wir haben tolle Unternehmen mit großem Potenzial, mit fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das haben sie alle in den letzten Monaten auch gezeigt. Und je stärker wir diese Betriebe, diese Menschen jetzt fördern, desto besser kommen wir aus dieser Krise raus. Für den Einzelnen ist natürlich der persönliche Schutz das Allerwichtigste, möchte ich mal behaupten. Sind Sie für eine Impfpflicht, falls ein Impfstoff dann auf den Markt kommt? Ich bin sehr froh, dass die Frage auch heute gestellt wird. Ich spreche mich sehr klar gegen einen Impfzwang aus. Es ist ein höchstpersönliches Thema, ein sehr höchstpersönlicher auch Bereich, in den hier eingegriffen werden soll. Man hört ja aus Regierungskreisen, dass durchaus über so einen Impfzwang auch nachgedacht wird. Ich sage, wenn dann irgendwann ein Impfstoff zur Verfügung steht, gut geprüft zur Verfügung steht, dann muss man die Situation neu beurteilen und in diesen Bereichen auch vorgehen. Und ich glaube, wenn der Impfstoff dann da ist, dass auch sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher diesen Impfstoff auch verwenden werden. Aber ich bin ganz klar gegen einen Impfzwang. Auch keine Impfpflicht für verschiedene Berufssparten? Wie schaut die Gefahrensituation aus? Wie schaut die Bedrohungssituation aus? Wie stark ist Covid-19 noch verankert im Land? Und dann wird ein jeder sehr persönlich diese Entscheidung treffen. Wenn Sie mich fragen, ob ich mich persönlich impfen lassen werde, dann werde ich natürlich darauf abwarten, wie gut dieser Impfstoff dann auch ist, wie er auf den Markt kommt. Und dann werde ich mich wahrscheinlich impfen lassen, weil ich persönlich schon sehr viel mit Personen auch zu tun habe, wenn man so will, zum Schutz auch der anderen. Kommen wir zu einem Thema, das uns schon seit Jahren beschäftigt, das Wohnen. Sie kommen aus dem ländlichen Raum. Auch dort wird es immer schwieriger, für junge Menschen eine Wohnung zu finden. Was braucht es? Ja, das Wohnungsthema beschäftigt uns in Wahrheit seit Jahrzehnten. Und Corona hat die Situation noch einmal dramatisch verschärft, weil viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger aufgrund der angestrebten Maßnahmen von Schwarz und Grün, ob es die Kurzarbeit war oder auch viele Betriebskündigungen waren, jetzt finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Das
Thema Wohnen nimmt einen immer größeren Anteil auch des Einkommens in Anspruch. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen und darum muss gehandelt werden. Ich habe hier sehr klare Vorstellungen, wie wir hier zumindest in einigen Bereichen endlich weiterkommen. Zum einen muss natürlich der soziale Wohnbau ausgebaut werden. Ich habe hier im letzten Jahr schon ein Paket präsentiert, wie wir speziell für junge Menschen und Familien leistbaren Wohnraum mit Starterwohnungen schaffen können. Ein zweiter Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, wir müssen endlich schauen, dass sinnlose Normen und Vorschriften im Baubereich wegfallen. Ich weiß selber auch aus meinem Geschäft, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Ich weiß auch, es wird seit Jahren darüber diskutiert, viel Brauchbares ist hier bis dato nicht gekommen. Und wenn wir das alles umsetzen, dann wird zumindest in Teilbereichen die Situation auch besser werden. Sie kommen aus einer Tourismusregion, da ist es doch weitaus lukrativer. Ich mache ein paar Chaletdörfer, also ein paar Startwohnungen für junge Leute, die vielleicht, wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, in Bludenz arbeiten oder in Feldkirch und nur daheim schlafen. Ich kann aus meiner Gemeinde sprechen. Wir haben uns auch in der Gemeindevertretung in Brand sehr stark dafür eingesetzt, dass leistbares Wohnen in Brand möglich ist. Es wird gerade an einem Projekt auch gebaut, weil es uns persönlich schon sehr wichtig ist, dass die jungen Menschen auch im Tal bleiben. Es hat in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Abwanderung gegeben. Das wird mit diesen Projekten so auch gestoppt. Und ich glaube, da wissen die Talschaften schon sehr genau, dass sie hier Herausforderungen auch vor sich haben. Und da geht vieles auch in die richtige Richtung. Im Jänner, Herr Bitschi, haben Sie für Ihre Verhältnisse ungewöhnlich scharf Ihre Bundespartei kritisiert. Es ging um Auslandskontakte, konkret um den Besuch von Nationalratsklubobmann Kickl bei der rechtsgerichteten AfD in Berlin. Sie haben gesagt, ich zitiere, solche Auslandsreisen sind überflüssig wie ein Kropf. Nahmen sich die Vorarlberger Freiheitlichen sukzessive von der Bundespartei ab, jetzt vielleicht nur unterbrochen durch die Corona-Krise? Meinem Team und mir geht es in erster Linie um die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Meine politische Arbeit richtet sich danach aus, das Beste für Vorarlberg auch zu erreichen. Wir wissen alle, Wien ist Wien. Da gehen die Uhren ab und zu anders. Ich bin auch froh, dass Vorarlberg Vorarlberg ist. Auch wir unterscheiden uns sehr deutlich von manch anderen Bundesländern. Und in meiner politischen Arbeit lege ich nicht sehr viel Wert drauf, um zu schauen, bin ich da jetzt auf Parteilinie in Wien. Mir geht es darum, dass wir die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hervorragend vertreten. Das ist mein Ziel und das haben wir in meiner Obmannzeit immer so gemacht. Und wenn es dann mal Konflikte gibt, ja, dann gibt es diese Konflikte. Wie gesagt, mir geht es um Vorarlberg. Können Sie mit der Linie, die die FPÖ auf Bundesebene derzeit fährt, mit? Ich habe immer schon davon gesprochen, es ist speziell in der Diktion oft ein Unterschied zwischen Vorarlberg und Wien. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Es gibt vereinzelt Themen, die wir in Vorarlberg auch deutlich anders sehen. Wir haben im letzten Sommergespräch schon über das EU-Thema auch im Detail gesprochen. Vorarlberg profitiert sehr stark von der Europäischen Union. Wir haben eine große Exportquote. Die Vorarlberger Betriebe brauchen die Europäische Union. Es gibt sehr viel, das man in Brüssel auch anders machen muss. Wir wissen alle, in Brüssel läuft vieles falsch und ich setze mich sehr stark dafür ein, dass es viele Verbesserungen in der Europäischen Union gibt. Und wir sind nach wie vor sehr stark mit der Europäischen Union auch im Bündnis, weil Vorarlberg das auch braucht. Sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich möchte noch bei diesen Provokationen bleiben. Sie selbst können das Provozieren ja auch nicht ganz lassen. Sie haben in sozialen Medien Mohrenbräu-Bier verschenkt, verlost. Und das in einer Zeit, dass das Mohren-Logo heftig kritisiert wurde. Wieso machen Sie das? Ich sage eines sehr klar, ich stehe hinter Vorarlberger Traditionsbetrieben. Die Firma Mohrenbräu ist einer dieser Traditionsbetriebe und die Politik sollte froh sein, dass es solche Traditionsbetriebe im Land auch gibt. Ich habe dann ein Gewinnspiel auf Facebook veranstaltet, das sehr gut gelaufen ist. Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben da mitgemacht und ich habe ein Vorarlberger Bier verlost, nicht mehr und nicht weniger. Aber Sie wollten provozieren. Schauen Sie, Politik hat oft mit Provokation zu tun. Meine Grundhaltung ist aber nicht das Provozieren, sondern auch politische Botschaften zu setzen. Ich bin weit davon entfernt, irgendeinem Vorarlberger Betrieb irgendwas in Sachen Markenauftritt zu erklären. Aber ich habe meine persönliche Grundhaltung und die ist ein Stück weit auch mit diesem Gewinnspiel zutage gekommen. Aber Sie können verstehen, dass es manche Menschen gibt, die mit diesem Logo ein Problem haben? Schauen Sie, es ist politisch immer so, dass es gewisse Gruppen gibt, die politisch einer Meinung sind und es gibt einen Teil, der mit dieser politischen Haltung nicht viel ankommen kann. Wir haben diese Rassismusdebatte damals auch erlebt. Sie ist dann leider ein Stück weit auch in eine falsche Richtung gelaufen. Und ich sage schon in aller Deutlichkeit, wenn dann ein Land oder ein Betrieb pauschal als rassistisch dargestellt wird, dann werde ich mich auch mit aller Kraft dagegen anstemmen. Wollten Sie das Ausländerthema wieder ein bisschen hochköcheln? Das ist ja
fast gänzlich verschwunden jetzt in der Corona-Zeit. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, zu provozieren oder irgendwas zum Köcheln zu bringen. Mir geht es darum, mich sehr stark für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einzusetzen. Wenn das einmal Gegenwind zur Folge hat, dann kann ich sehr gut damit leben. Bleiben wir noch ein wenig beim Bund. HC Strache und Gudenus sind weg. Ihr Parteiobmann heißt Norbert Hofer. Wenn Sie sagen, in Wien ticken die Uhren etwas anders, da baut man ein Gartenmäuerchen rund um das Privathaus von Herrn Hofer. Ärgert Sie das, wenn Sie denn das hören? Mich hat in den letzten Monaten sehr vieles geärgert, was auch rund um speziell die Wiener Landesgruppe passiert ist. Wir Vorarlberger haben da schon eine sehr, sehr klare Grundhaltung. In Vorarlberg wird jeder Euro zwei- oder dreimal umgedreht. Ja, aber das ist Ihr Parteichef. Wir haben damals eine Debatte erlebt, wo gewisse Szenarien rund um HC Strache auch zutage gekommen sind. Sie können sich erinnern, ich war der Erste, der sehr stark auch die Trennung von solchen Gruppierungen auch gefordert hat. Diese Trennung hat es jetzt zum Glück gegeben. Wir haben innerparteilich auch die Maßnahmen gesetzt. Sie wissen, es gibt jetzt eine Compliance-Gruppe, die die stärksten und strengsten Compliance-Richtlinien aller Parteien auch schaffen wird. Ich bin dann schon gespannt, ob die anderen Parteien diese Richtlinien auch umsetzen werden. Und darauf warte ich dann schon. Erinnern Sie sich mit mir noch bitte an diesen 17., 18. Mai 2019. Ibiza-Video kommt auf. War das der schrecklichste Tag in Ihrer politischen Karriere? Hätten Sie am liebsten das Handy weggeworfen und eine 3-Tages-Bergtour gemacht? Ich bin froh, dass das Kapitel Strache in Vorarlberg beendet ist. War das der schrecklichste Tag der politischen Karriere? Strache war ein Vorbild für Sie. Schauen Sie, schreckliche Tage gibt es in der Politik nicht. Es geht im Leben nicht immer nur bergauf, das wissen wir alle. Ich habe in Summe aus diesen Erlebnissen damals aber sehr viel auch gelernt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sowas durchstanden hat, dass man dann in neuen krisenhaften Situationen, in denen Vorarlberg jetzt auch steckt, auch viel besser handeln kann. Also ich bin einer, der immer das Positive auch aus schwierigen Situationen sieht. Was haben Sie gelernt? Ja, dass man in schwierigen Situationen auch einmal ein bisschen zurückstecken sollte, nachdenken sollte, sich darauf besonnen sollte, was man kann. Und das haben wir in den letzten Monaten in den freiheitlichen Reihen sehr stark gelernt. In der Folge des Ibiza-Videos haben sich die Freiheitlichen ja einmal mehr quasi gespalten nach Liberalem Forum, nach BZÖ, jetzt das Team HC Strache. Warum lernt die FPÖ nicht aus der Geschichte? Ja, viele Medienvertreter hätten gerne gehabt, dass sich die FPÖ spaltet. Es hat sich jetzt in Wien ein Grüppchen gebildet, das wahrscheinlich nach der Wienwahl dann auch schon wieder weg sein will. Also das nehmen Sie gar nicht ernst, dieses Team HC Strache? Ich bin froh, wie gesagt, dass das Kapitel in Strache in Vorarlberg endgültig beendet ist und wir uns in Vorarlberg endlich auch wieder um die Anliegen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger kümmern können. Denn wir wissen alle, da gibt es jetzt sehr, sehr viel zu tun. Und Norbert Hofer ist der richtige Parteichef für die Freiheitlichen? Ja. Seit diesem Ibiza-Skandal ging es bergab mit den Wahlergebnissen. Vorher waren ja wahre Höhenflüge. Befürchten Sie Ähnliches für die Gemeindewahl in zwei Wochen? Nein, ich kann Ihnen beiden sagen, Sie müssen sich keine Sorgen um die FPÖ machen. Die FPÖ wird sehr schnell wieder dort sein, wo wir auch waren damals. Ich kann in Sachen Gemeinderatswahl eines sehr deutlich sagen. Unsere Funktionäre, unsere vielen Funktionären auf Gemeindeebene leisten wirklich hervorragende Arbeit. Da ist in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gutes passiert. Darum bin ich auch völlig davon überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis bei dieser Gemeinderatswahl machen werden. Auch unsere beiden Bürgermeister, Dieter Ecker in Hohenems und Florian Casarola in Nenzing, leisten tolle Arbeit, die weit über die Gemeindegrenzen hinaus, auch über die Parteigrenzen hinaus anerkannt ist. Und darum bin ich guter Dinge. Es gibt aber auch andere Hoffnungen, die in den nächsten Wochen sicher zutage kommen werden. Blickt etwa nach Feldkirch, wo ich vollends davon überzeugt bin, dass unser Bürgermeisterkandidat Daniel Allgäuer auch in die Stichwahl kommen wird. Daniel Allgäuer ist ein Mann der Taten, Daniel Allgäuer ist ein Mann mit Erfahrung und ich bin mir sicher, dass wenn Daniel Allgäuer in Feldkirch auch Bürgermeister wird, dass er Feldkirch sehr gut weiterentwickeln kann. Herr Bitschi, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Das war das Sommergespräch mit FPÖ-Parteiobmann Christoph Bitschi. Das Gespräch können Sie natürlich auch in der TV-Thek nachhören und nachsehen. Den Link sehen Sie auf unserer Internet-Homepage vorarlberg.orf.at. Und wir machen jetzt Wochenende und am Montag geht es weiter mit dem Grünen-Vorstandssprecher Johannes Rauch. Schöne Zeit noch, bis dahin.